Als einer der populärsten Film- und Musikstars der 1930er und 40er Jahre war Marlene Dietrich bekannt für ihren modischen Stil und ihr originelles Image einer sexy, unabhängigen Frau. Als femme fatale mit schlanker Silhouette, melancholischem Blick, übertrieben puppenhaften langen Wimpern und ultradünnen Augenbrauen war Marlene Dietrich eine echte Hollywood-Ikone, die mit jeder Rolle, die sie auf der Leinwand oder auf dem Teppich spielte, die Herzen der Menschen eroberte. Maria Magdalene Dietrich wurde als Tochter von Wilhelmina Elisabeth Josephine und Louis Erich Otto Dietrich am 27. Dezember 1901 in Berlin geboren. Herr Dietrich war Polizeileutnant und ihre Mutter stammte aus einer Familie von Juwelieren und Uhrmachern. Sie hatte eine ältere Schwester, Elisabeth, die Marlene später wegen ihrer radikal unterschiedlichen politischen Ansichten aus ihrem Leben ausschloss. Im Jahr 1907 starb Marlenes Vater, als sie erst 5 Jahre alt war. Die Schwestern wurden von ihrer Mutter erzogen. Um ihre Familie zu ernähren, nahm Marlenes Mutter eine Stelle als Haushälterin an. Wilhelmina Dietrich verliebte sich bald in den Mann, für den sie arbeitete. Marlenes Stiefvater war ein Oberst namens Edward von Losch, der 2 Jahre später an der Front starb. Schon als Kind besaß die Dietrich eine Ausstrahlung und Charakterstärke, die die Menschen oft über ihre Unzulänglichkeiten und Exzesse hinwegsehen ließ. Marlene und ihre ältere Schwester wurden zu Hause unterrichtet und lernten Französisch, Englisch, Ballett, Geige und Klavier. Beide Schwestern besuchten auch eine reine Mädchenschule. Dietrich lernte auch das Mandolinenspiel. Im Alter von nur 13 Jahren erfand die Schauspielerin einen neuen Namen für sich, indem sie das Mittelstück aus Maria Magdalene herausschnitt. So wurde sie unter dem Namen Marlene bekannt. Die Welt kannte sie unter diesem Namen. Dietrich begeisterte sich für das Geigenspiel und träumte davon, eine bessere Geigerin zu werden. Marlenes Mutter ermutigte ihre Tochter, ihren Träumen zu folgen und Musikerin zu werden. Sie übte 6 Stunden täglich und meisterte schwierige Stücke. Wilhelmina gab viele 1000 Mark aus, um die Ziele ihrer Tochter zu unterstützen. Dietrichs erster Job im Jahr 1922 war das Geigenspiel in einem Stummfilmorchester. 4 Wochen später wurde sie entlassen. Die Ursache waren schmerzhafte Muskelkrämpfe in ihrem Arm. Als sie einen Arzt konsultierte, stellte er Marlene die furchtbare Diagnose, ein Sehnenschaden ihres Ringfingers. Marlenes Musikkarriere war vorbei, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Dietrich wandte sich der Schauspielkunst zu. Sie versuchte mehrmals, sich an einer Schauspielschule einzuschreiben. Nach der ersten Ablehnung gab Dietrich nicht auf und nahm Privatunterricht in Gesang, Tschetschetka, Kankan und Tango, arbeitete als Tänzerin in einem Café und tourte mit einer Varieté-Revue. Sie spielte auch eine kleine Rolle im Theater, fand aber zunächst keine große Aufmerksamkeit. Sie behauptete, nie in Stummfilmen gearbeitet zu haben, aber tatsächlich war ihr erster Auftritt auf der Leinwand 1923 in dem Film Those Are the Men. Das Leben einer Schauspielerin hat Marlene den Kopf verdreht. Sorglos und frivol war sie Stammgast in Berliner Schulenbars und auf Bällen und hatte leidenschaftliche Affären mit Männern und Frauen. Ein Jahr später traf Marlene den Regieassistenten Rudolf Sieber am Drehort. Dietrich war erst 22 Jahre alt, als sie heirateten. Ein Jahr später bekam das Paar eine Tochter, Maria. Die Beziehung des Paares entsprach nicht dem traditionellen Verständnis von Ehe. Kurz nach der Hochzeit bekam Dietrichs Mann eine Geliebte, die Marlene stark unterstützte, beschenkte und als Teil der Familie betrachtete. Später, als sie bereits berühmt und wohlhabend war, schenkte sie den beiden sogar eine Ranch in Kalifornien. Es war eine der ersten und dauerhaftesten offenen Ehen in Hollywood. Dennoch unterstützten sich Dietrich und Sieber ihr Leben lang und standen sich nahe. Die Schauspielerin nannte ihren Mann den perfekten Ehemann. 1930 wurde Marlene durch ihre Rolle in Der blaue Engel berühmt. Dietrich selbst behauptete, dass ihr Talent erst erkannt wurde, als sie von Josef von Sternberg, dem Regisseur des Films, entdeckt wurde. Die besten und tiefsten Rollen der Dietrich wurden in Zusammenarbeit mit Sternberg gedreht. Seine Beziehung zur Regisseurin selbst beschrieb die Schauspielerin wie folgt. Er war mein Beichtvater, Kritiker, Lehrer, ein Mann, der alle meine Wünsche erfüllte. Er war mein Impresario. Er zähmte meinen Stolz und brachte Frieden in mein Elternhaus. Er war mein absoluter Wohltäter. Ihr erster gemeinsamer Film, Der blaue Engel, erzählt die Geschichte eines Schuldirektors, der sich über die Kabarettbesuche seiner Schüler bei der Sängerin Lola Lola ärgert. Doch er verliebt sich selbst in Lola und so beginnt die tragische Geschichte ihrer Beziehung.
Toulouse-Lautrec hätte ein paar Purzelbäume geschlagen, wenn er sie gesehen hätte, schrieb Sternberg in seinen Memoiren und bezog sich dabei auf einen Künstler, der die Kabaretttänzerinnen des Moulin Rouge gemalt hatte. Lola Dietrich übertraf diese berühmten Porträts endgültig und wurde das personifizierte Kabarett. Das Bild, das Marlene schuf, symbolisierte die Sexiness einer modernen Frau. Unerschütterlich, sich selbst nicht verachtend und selbstbewusst. Der Film wurde später von den Nazis wegen seiner jüdischen Erotik verbrannt. Nach der Veröffentlichung vom Blauen Engel zog Marlene Dietrich von Deutschland nach Hollywood und wurde zu einer beliebten Schauspielerin. Auch andere Rollen der Dietrich waren vom Zauber der Verführung geprägt. Kabarettsängerin in Morocco und Blonde Venus, Kurtisan in Shanghai Express, Nymphomanin in The Devil is a Woman. In den 1930er Jahren war dieses Bild innovativ und kühn. Es war Dietrich, die die Szene mit dem ersten Hollywood-Kuss zwischen zwei Frauen einleitete. Mit Hut und Frack machte sie die Grenze zwischen männlicher und weiblicher Welt fast unsichtbar. Die Zensoren waren wütend, aber Marlene schaffte es irgendwie, sie zu überreden, die skandalöse Szene im Film zu bewahren, indem sie sie überzeugte, dass sie für die Story wichtig war. In den 1940er Jahren spielte sie in vielen erfolgreichen Filmen mit, darunter I Loved a Soldier, Manpower und That's What a Lady Wants, und trat an der Seite vieler berühmter Schauspieler auf, darunter Charles Boyer, Fred McMurray, John Wayne und Cesar Romero. Obwohl Dietrich zu den bestbezahlten Stars gehörte, war sie in der Gesellschaft nicht sehr beliebt und die amerikanischen Filmverleiher bezeichneten sie als Kassengift. Ein Titel, den Stars wie Greta Garbo, Katharine Hepburn und Mae West teilten. Beim Kauf eines Films mit einer dieser Schauspielerinnen musste der Theatervertrag zusätzlich einige weitere zweitklassige Filme kaufen. Solche Bedingungen führten oft zu Misserfolgen. Marlene mochte es nicht, auf der schwarzen Liste der Kinos zu stehen und beschloss, nach Europa zu gehen, da sie von Hollywood die Nase voll hatte. Ihre neue Liebe wurde Paris, wo sie insgesamt den größten Teil ihres Lebens verbrachte. Dort fand sie einflussreiche neue Freunde. So wurde sie zum Beispiel mit Coco Chanel bekannt, deren Kollektionen die Schauspielerin trug. Chanel schätzte Dietrichs Meinung und fragte sie oft um Rat, bevor sie eine Kollektion herausbrachte. Eine weitere berühmte Freundin wurde später Edith Piaf, die Marlene riet, mit dem Singen anzufangen. In den späten 1930er Jahren waren die Männer Hals über Kopf in Marlene Dietrich verliebt. Hollywoods angesagtesten Stars, legendäre Schriftsteller, Millionäre und sogar der Mann, der ein paar Jahre später die ganze Welt ins Chaos stürzte. Adolf Hitler war völlig besessen von Dietrich. Um 1937 versuchten Vertreter der Nazi-Partei, sie mit profitablen Verträgen zur Rückkehr nach Deutschland zu locken, doch sie lehnte die Angebote ab und beantragte hartnäckig die US-Staatsbürgerschaft. Dietrich nahm 1939 die US-Staatsbürgerschaft an. Während des Zweiten Weltkriegs, zurück in Amerika, auf der Bühne, oft in Uniform und an der Front, zeigte Marlene ihre Treue zu ihrer angestammten Heimat. Sie war viel auf Tour, um die Anti-Nazi-Bewegung zu unterstützen, oft in schwierigen Umgebungen wie dem kalten Island oder dem heißen, wilden Nordafrika. Dietrich sammelte jahrelang Spenden für jüdische Dissidenten und Flüchtlinge aus Deutschland und spendete ihren gesamten Lohn für den Film Angel von 1937, fast eine halbe Million Dollar, womit sie ihre Bemühungen und die Finanzierung während des Zweiten Weltkriegs verdoppelte. Und dann wurde sie für eine andere, nicht ganz so gewöhnliche Mission engagiert. Die Regierung bat sie, eine Reihe von Aufnahmen in deutscher Sprache zu machen, die sich an feindliche Soldaten richteten, um sie zu demoralisieren. Das deutsche Lied Lili Marleen, gesungen von Dietrich, war äußerst populär. Die Ausstrahlung des Liedes über die Wellen des deutschsprachigen Soldatenfunks war Teil einer speziellen Operation des amerikanischen Geheimdienstes mit dem Codenamen Mossad. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Dietrich für ihre Hilfe für die Alliierten mit Lob und Auszeichnungen überhäuft. Sie erhielt die französische Auszeichnung der Ehrenlegion und die amerikanische Medal of Freedom. Dies war einer der Höhepunkte im Leben der Schauspielerin. Nach dem Krieg spielte Marlene weiterhin in Filmen. 1948 spielte sie die Hauptrolle in Billy Wilders Foreign Affair. Er gilt als ihr bester Nachkriegsfilm. Neben der Schauspielerei moderierte sie Radiosendungen und schrieb Artikel für Zeitschriften. Ihre Reisen über den Atlantik, um ihren Ehemann Rudolf und ihre Tochter Maria im Internat zu besuchen, wurden ebenso zu einem gesellschaftlichen Ereignis wie eine Oscar-Afterparty. Während dieser langen Reisen traf sich Dietrich mit Prominenten und Intellektuellen, darunter die Schriftsteller Erich Maria Remarque und Ernest Hemingway. Beide sollen ihre Geliebten gewesen sein. Einige von Dietrichs leidenschaftlichsten und dauerhaftesten Beziehungen waren mit Frauen, darunter die Pariser Kabarettlegende Fredette und die pisanische Schauspielerin Mercedes de Acosta.
Zu ihren Freunden und Liebespartnern zählten außerdem der Schriftsteller George Bernard Shaw, der Produzent Michael Todd, die Hollywood-Stars Kirk Douglas und James Stewart, der Sänger Frank Sinatra und Sir Alexander Fleming, einer der Entdecker des Penicillins. Man sagt, dass selbst Präsident John F. Kennedy dem Charme von Marlene Dietrich nicht widerstehen konnte. Kennedy. 1946 kehrte Marlene nach Paris zurück und widmete sich fast ausschließlich der Bühne als Kabarettschauspielerin. Sie war immer seltener auf der Leinwand zu sehen, wählte ihre Rollen sorgfältig aus und spielte Episodenrollen, für die sie hohe Gagen erhielt. Die Berühmtheit kreierte ihre eigene Bühnenshow. Seit mehr als 20 Jahren tritt sie in Kabaretts, Clubs und Theatern auf der ganzen Welt auf. Nicht überall wurde sie mit Begeisterung und Applaus empfangen. 1961 stand sie kurz vor der Rückkehr nach Westdeutschland und trat zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder in Berlin auf. Dietrichs Ankunft wurde von der Presse kritisiert und löste eine Welle von Protesten unter den Deutschen aus, die sie des Verrats beschuldigten. In Düsseldorf spuckte ihr eine Frau ins Gesicht und bei einem Auftritt wurde sie mit einem faulen Ei beworfen. Der Höhepunkt der Spannung war eine Bombendrohung in dem Theater, in dem die Aufführung stattfinden sollte. Der Auftritt war für Marlene alles andere als leicht, doch sie hat den Herausforderungen mit Bravour widerstanden. Glücklicherweise verlief ihr Auftritt in Ost-Berlin viel besser. Dietrich war auch eine der ersten Sängerinnen, die in Israel auf Deutsch sang. 1973 produzierte der Fernsehsender CBS einen speziellen Fernsehfilm über die Marlene-Show. Für Millionen von Fans war sie die Verführerin in Reinform, amoralisch und raffiniert. Die Medien bezeichneten sie als Inbegriff des Sex-Appeals, die hypnotisch und eindringlich durch den Dunst eines überfüllten Nachtclubs sang. Eine Erkundung der Widersprüche, weich, warm und begehrenswert, aber auch distanziert, kalt und hart wie Stahl. Ihr Ehemann Rudolf Sieber stand ihr viele Jahrzehnte zur Seite. Sein Tod durch Krebs im Jahr 1976 hat Dietrich tief getroffen. Trotz ihrer ungewöhnlichen Ehe war er die Liebe ihres Lebens und ihr bester Freund. Sie trauerte zutiefst über seinen Verlust. Nach dem Tod ihres Mannes und einer schweren Beinverletzung zog sich Dietrich aus dem Showbusiness und dem öffentlichen Leben zurück und bevorzugte es, die meiste Zeit allein in ihrer Pariser Wohnung zu verbringen, wo sie die nächsten 16 Jahre verbrachte. Ihren letzten Filmauftritt hatte Dietrich im Alter von 77 Jahren in Gigolo. Das war 1979. Sie wurde wieder ins Studio angelockt und erhielt $250.000 für 2 Tage Arbeit. Im selben Jahr wurde ihre Autobiografie Take Only My Life veröffentlicht. Doch selbst in ihrer Isolation war sie nie allein. Marlene schrieb Briefe und telefonierte so viel, dass ihre Telefonrechnung oft mehr als $3.000 betrug. Und es waren nicht nur Smalltalk. Dietrich rief regelmäßig führende Politiker wie Ronald Reagan, Michail Gorbatschow und Margaret Thatcher an und teilte ihnen ihre Ansichten zu aktuellen politischen Themen mit. 1982 stimmte Dietrich zu, an einem Dokumentarfilm über ihr Leben, Marlene, mitzuwirken, weigerte sich aber, die Hauptrolle zu übernehmen. Der Regisseur des Films, Maximilian Schell, durfte nur ihre Stimme aufnehmen. Er verwendete ihre Interviews mit ihr als Grundlage für den Film, überlagert mit einer Collage aus Videos ihrer alten Auftritte. Der daraus entstandene Film wurde mit mehreren europäischen Filmpreisen ausgezeichnet und 1984 für den Academy Award für den besten Dokumentarfilm nominiert. Marlene Dietrich war 1992 das Gesicht der Filmfestspiele von Cannes. Sie starb am Vorabend der Eröffnungsfeier am 6. Mai. Dietrich starb im Alter von 90 Jahren an Nierenversagen in ihrer Wohnung in der Avenue Montaigne in Paris. Ihre Beerdigung fand am 14. Mai 1992 in der katholischen Kirche La Madeleine in Paris statt. An Dietrichs Beerdigung nahmen etwa 1500 Menschen teil, darunter Botschafter aus Deutschland, Russland, den Vereinigten Staaten, Großbritannien und anderen Ländern sowie Tausende auf der Straße. Ihr geschlossener Sarg lag unter dem Altar, in die französische Flagge gehüllt und mit einem einfachen Strauß weißer Wildblumen und Rosen des französischen Präsidenten François Mitterrand geschmückt. 3 Medaillen, darunter die französische Ehrenlegion und die amerikanische Freedom Medal, wurden am Fuß des Sarges niedergelegt und symbolisieren das Pflichtbewusstsein, das Dietrich in ihrer Karriere als Schauspielerin und in ihrem persönlichen Kampf gegen den Nationalsozialismus verkörperte. Der Priester, der die Zeremonie durchführte, sagte: "Jeder kannte sie als Filmkünstlerin und Sängerin und jeder kannte ihre harte Haltung. Sie lebte wie eine Soldatin und wollte auch wie eine solche begraben werden."
Nach dem Fall der Berliner Mauer hatte Dietrich testamentarisch festgelegt, dass sie in ihrer Heimatstadt Berlin im Kreise ihrer Familie beerdigt werden sollte. Am 16. Mai wurde ihr Leichnam dorthin gebracht, um ihren Wunsch zu erfüllen. Dietrich wurde neben dem Grab ihrer Mutter in der Nähe ihres Geburtshauses begraben. Als ihre Tochter und Enkelkinder nach ihrem Tod die Wohnung der Dietrich durchsuchten, fanden sie Requisiten von Dreharbeiten sowie viele der Kostüme und Bühnenfiguren, die Marlene ihr Leben lang sorgfältig gepflegt hatte. Alle diese Gegenstände wurden später dem Berliner Filmmuseum gestiftet. Der Zauber von Marlene Dietrichs Charme regt noch immer die Fantasie an. Nach dem Tod ihrer Mutter veröffentlichte die Tochter Maria Riva ein autobiografisches Buch, in dem sie ihre Beziehung zu der berühmten Schauspielerin, ihre Rollen in Filmen und ihre zahlreichen Romanzen schildert. Ohne das Talent und die Anziehungskraft Dietrichs zu schmälern, betont Maria, dass sie mit den Menschen in der Nähe von Marlene ganz anders war. Kalt, egoistisch und gleichgültig. Dietrich sprach oft von sich selbst in der dritten Person. Wie zum Beispiel: Oh, Dietrich würde niemals diesen Hut tragen. Oder so würde Dietrich es machen. Ihr ganzes Leben lang bemühte sie sich um eine Aura von Perfektion und Glamour und spielte eine zeitlose Rolle, wann immer sie im Blickpunkt der Öffentlichkeit stand. Sie war wohl eine der sinnlichsten Darstellerinnen des 20. Jahrhunderts und ein Geschöpf der kollektiven Vorstellungskraft, ein unmögliches Wesen mit einer heiseren Stimme, tollen Beinen und einem gefühlvollen Blick. Die Widersprüche in ihrer Persönlichkeit schienen alle Gesetze von Mensch und Natur gleichzeitig zu durchkreuzen. Sie konnte in einem umwerfenden Designerkleid genauso glamourös aussehen wie in einem formellen Herrenanzug. Sie war sowohl eine Diva als auch extrem diszipliniert und fleißig am Drehort. Marlene blieb ihr ganzes Leben lang mit Rudolf Sieber verheiratet, doch die Geschichten über ihre zahlreichen Geliebten beiderlei Geschlechts sind legendär. Man könnte meinen, sie sei nicht mehr als ein sexy Hollywood-Star, aber sie verbrachte mehrere Jahre des Zweiten Weltkriegs in Afrika und Europa in Gefahr und unterhielt Truppen in unmittelbarer Nähe der Frontlinie. Marlene war keine reale Person, sondern ein lebenslanges Kunstwerk von Maria Magdalene Dietrich. Und jetzt, da wir in ihre Geschichte voller Widersprüche, Zweifel und Fragen eintauchen, können wir nur noch die Illusion bewundern, die sie so gekonnt geschaffen hat.